Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Hier sind wieder die Ploy. Oh, ja, Ploy! Und der Harald. Und heute nehmen wir euch kurz mit auf einen Trip nach Emden. Und hier ist das Otto-Hus von Otto Waages. Da kann man im Prinzip die Ottifanten kaufen. Und heute ist hier auch Markt, Samstag. Hier sind wir praktisch in der Nähe der Altstadt von Emden. Und da ist so ein kleiner Hafenteil. Und hier ist die Ploy mit ihren neuen Freunden, den Hafenarbeitern. Und was ja viele vielleicht kennen, hier Deutsche Bucht, das alte Feuerschiff, was hier vor Anker liegt. Da ist heute ein Restaurant drin und ein kleines Museum. Das Hafentor, hier war noch eine Steganlage und dann stand man direkt am Emsufer. In früheren Jahrhunderten ging die Ems direkt hier am Emden vorbei. Hier war der Commerzbank, die Straße, die da ist, das ist die Ems-Mauerstraße. Und die erinnert noch an diese Zeit. Mit mehreren Sturmfluten hat sich der gesamte Mündungsbereich immer weiter verändert. Und sie fließt jetzt so circa 2,5 Kilometer südlich an Emden vorbei. Das war natürlich für Emden schlecht. Man musste noch ein Fahrwassergraben zur Insel. Da würden wir geradeaus fahren. Der alte Binnenhafen ist in den letzten Jahren sehr verändert worden. Man hat hier viel gemacht. Hier war Gewerbe, hier lagen Lagerschuppen. Und das ist jetzt die komplett neue. Kommt er wieder zu Hause an der Terrasse an. Möglich ist es. Ja. Hier vorne haben wir dann die Verwaltung des Hafens, das ist Enports. Eine abgerissen und da ist komplett ein Baugebiet entstanden mit Häusern, Wohnungen direkt am Wasser. Und wenn Sie das mal zu Ende. Wir haben sehr viele Bunker hier in Emden. Das fällt auf, wenn Sie die Stadt besuchen. Viele Hochbunker stehen hier. Die aus dem Stadtbild zu entfernen, das ist gar nicht so einfach, aber. Also wenn die sagen, gehen wir in den Keller, die brauchen auf jeden Fall nicht keine Treppen oder Fahrstühle benutzen, die gehen einfach geradeaus und dann sind die in ihrem Keller auch. Mutet so ein bisschen orientalisch an. Das ist die deutsche Kaiserkrone des damaligen Kaisers. Rudolf, der volle Geschichte gehabt, da war schon eine Kaserne, Armenhaus. Das ist jetzt als Studentenwohnheim das erste hier. Im Verlauf der Fahrt werden Sie sehen, die Studenten, die wohnen sehr kommod hier in Emden. Alles immer mit Kanallage. Und das zweite Gebäude, das ist dann die Hafen gebaut sind, die Weite liegt ja weit über dem Niveau vom Wasser. Dieser Wasserstand ist jetzt künstlich mit dem Hafen und dem Ems durch ganz Ostfriesland bis nach Wilhelmshaven. Rechts und links wurde ja aber Handel getrieben auf den Kanälen, das waren die einzigen Fischerwege, die man hatte. Und da musste man sich... So, wenn wir denn reingefahren sind, dann kann man auch mal schön diese abgehenden Schleusen kann man sehr deutlich sehen. Das ist also wie gesagt ein Bauwerk, das Sie weltweit nicht nochmal finden werden. Oh.
Das geht nicht. So ein Gemüse angebaut hat. Bis in die 60er Jahre. Und dann starb die ganze Gartenherrlichkeit so langsam weg. Ein Garten nach dem anderen wurde auf. Sogenannte Kulturviertel, wo wir uns jetzt befinden. In den 60er Jahren kam VW nach Emden und da sind natürlich die Gewerbesteuer sehr hoch gegangen. Stadt Emden mit ihren 50.000 Einwohnern konnten Projekte anschieben. Hier, wo das Boot liegt, da denke ich immer, da kommen mir immer die Tränen. Da sehen Sie so eine Holzspundwand. Und der erste Eigentümer von dem Haus, der hat sich damals in langjähriger Arbeit, wie Jahre, hat er dabei gesessen, mit der Karre und mit der Hand, hat er das ausgegraben. Das hat er dann befestigt an den Seiten, hat sich da ein Dach drüber gebaut und sein Boot konnte reinfahren und das lag dann auf dem Trockenen. Der neue Eigentümer, nachdem er gestorben ist, hat dann... So wie es damals in der Zeit war, als das Haus gebaut wurde, war das komplett zurückgebaut. Natürlich sind so sanitäre Anlagen sind schon drin, aber unter anderem kann man auch in den sogenannten von Pferden gezogen. Halbe Strecke war eine Station, Mittelhaus, da wurden die Pferde ausgewechselt, das war eine Tagesreise damals. Die Nummer Ja, das war unser Ausflug nach Emden und eine kleine Bootstour in der Innenstadt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wünsche euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und wir sehen uns die Tage.